Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mekabellum. Ich befinde mich auf dem Weg zur Spitze, zur Top 1000 und habe auf dem Weg dorthin ein sehr, sehr cooles Spiel gespielt. Wurde sehr knapp, möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich habe es leider nicht aufgenommen, deshalb schauen wir jetzt gemeinsam das Replay. Gibt mir aber auch die Möglichkeit, viel zu erklären, warum ich was mache. Und mein Spiel leidet dann auch nicht darunter. Genau, hier die Spezialisten. Wofür habe ich mich entschieden? Ich werde gleich den Cost Control Spezialist nehmen. Ganz einfach wegen den Einheiten, die dabei sind. Stormcaller und Crawler. Vor allem die Stormcaller sind in der aktuellen Meta sehr, sehr gut. Deshalb gute Einheiten, um anzufangen. Der Cost Control Spezialist gibt mir 100 mehr Geld jede Runde. Dafür haben unsere Einheiten 11% weniger Angriff und Verteidigung. Also Leben, besser gesagt. Der Gegner hat sich für Farseer-Spezialist entschieden. Also ein Farseer in Runde 3 bekommt er umsonst. Seine Einheiten sind Tarantel und Marksman. Auffällig erstmal, er hat keinen Schaff dabei und Tarantel ist eine sehr, sehr schlechte Einheit in der aktuellen Meta. Ja, Sniper sind natürlich ganz gut. Ich habe da noch zwei Arclights geholt. Die sind sehr gut gegen eben diesen kleinen Kram, wie zum Beispiel diese Crawler. Ich weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er welche hat, aber ja, ist eigentlich Pflicht. Irgendeine Form von Kleinkram braucht man immer. Die Arclights habe ich beide innen platziert, dass hier sowohl die Mitte als auch die Seiten gut abgedeckt sind, dass der Kleinkram mich nicht zu sehr nerven kann. Stormcaller habe ich erstmal nach außen gesetzt, damit er nicht eine Einheit in die Mitte setzt, die Stormcaller ablenkt. War mein Gedanke. Genau. Die hier habe ich leider vergessen. Die wollte ich eigentlich nach hinten setzen. Habe ich zu spät gemerkt, dass die noch hier vorne stehen. Aber passiert. So. Ihr seht, wie die Sniper von den kleinen Crawlern abgelenkt werden. Und dafür überleben unsere Damage-Dealer her. Genau, die Stormcaller kontern übrigens die Sniper, weil die einfach mehr Reichweite haben. Genau. Wenn jetzt der Marksman hier das Upgrade holt mit 40 mehr Reichweite, ne, müsste man natürlich hier auch nachrüsten, um dem wieder voraus zu sein. Aber ich schweife ab, zurück zu unserer Runde hier. Hier habe ich geskippt, brauche ich nichts davon. Gegner entscheidet sich für die Extended Range Phoenix. Hier, also seine Phoenixe haben 20 mehr Reichweite, dafür aber 20% weniger Schaden. So, für mich war nichts Gutes dabei. Ich habe mich entschieden zu überspringen und dann 50 mehr Geld bekommen. Ich habe ja eh schon 100 mehr jede Runde. Und dann haben wir ganz gut Kohle eigentlich. So, ich hole noch zwei Paar Crawler, weil ich wollte noch eine zweite Welle, die erst später eintrifft. Weil wirklich seine drei Scharfschützen, die müssen unbedingt abgelenkt werden, ne? So, er holt jetzt hier auch eine Rakete, eben für die Packung hier vorne. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil die kostet 50 und ist nur eine Runde da. Ne? Die ist danach weg und bringt dir nichts. Hier außen hat er jetzt Crawler gesetzt. Das ist natürlich ziemlich gut, weil die hier ballern jetzt darüber und nicht dahin, wo auch die Sniper sind und so. Und werden erstmal abgelenkt. Ja, hätte ich die jetzt aber in der Mitte, hätte er mit einer Einheit beide ablenken können. War so mein Gedanke. Das ist jetzt, ja, sei mal so dahingestellt, ob das wirklich so Sinn macht, aber klingt auf jeden Fall schlüssig für mich. Und hat ja auch ganz gut geklappt eigentlich. Problem war jetzt hier, wir haben keine Anti-Lufteinheiten. Er hat Lufteinheiten. Ja, finde den Fehler. Aber ja, ich hätte vielleicht mit dem verfügbaren Upgrade für die Phönixe damit rechnen können, dass er eventuell Phönixe holt.
Aber es war jetzt für mich nicht so eine sichere Sache, dass ich auf jeden Fall direkt Luftabwehr aufbauen muss. Jetzt haben wir halt die eine Runde verloren. Ein bisschen Schaden bekommen, aber wirklich nicht viel. Ist nicht so schlimm. So, hier werde ich mich für den Improved Firepower Control System Skill entscheiden. Einfach weil wir in Runde 3 sind. Das heißt, wir hatten noch keinen Unit Drop, also keine zufälligen Einheiten, die wir auswählen können. Wenn ihr in Runde 3, 4 noch keinen hattet und ihr bekommt die Möglichkeit, so ein starkes Upgrade hier zu bekommen, wo eine Einheit 70% mehr Angriff bekommt, zum Beispiel. Das ist immer sehr stark auf großen Einheiten. Ja, irgendwie Vulcan, Fortress oder so. Gerade vielleicht so Sachen, die die Lebenspunkte auch erhöhen oder was auch immer. Und ihr seht 70%. Das heißt, wenn eine Einheit viel Schaden macht oder viel Leben hat, bringen die 70% auch viel, viel mehr. Und gerade wenn es vielleicht eine Einheit ist, die noch ein hohes Level hat, ein Upgrade, Stufe 2 oder so, kann das super, super stark sein. Und dann kann eine Einheit schon fast ein Spiel carryen. Genau, mittlerweile habe ich auch ein paar Sledgehammer geholt. Ich liebe die einfach. Ja, ist eine gute Einheit, aber vor allem sind sie auch einfach sehr, sehr cool. Werden aber hier leider gekillt von den Snipern. Ja, hat nicht gereicht mit dem Anti-Luft. Genau, ich hatte Scharfschützen geholt. Wenn ich mich recht erinnere, aber die sind schon weg. So, hier können die Stormcaller jetzt natürlich nichts machen, weil die greifen nur die Bodeneinheiten an. Aber wieder nur ein kleines bisschen Schaden bekommen, nicht so dramatisch. Hier haben wir jetzt ein ganz interessantes Matchup. Hier haben wir jetzt den Unit Drop. Ich entscheide mich für die Wespen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt immer die Einheit, die alle anderen kontert. Ne? Zum Beispiel die Wespen kontern sowohl Fire Badger als auch Melting Point als auch Scorpion. Also egal was er nimmt, die Wespen sind eine gute Entscheidung. Vor allem wollte ich die Wespen aber, weil sie hier die Phönixe kontern. Ne? Wespen sind auch sehr gut, eine sehr gute Luftabwehrmaßnahme und gegen alle Single-Target-Damage wie Sniper und Phönix. Auch gut, weil es ja viele kleine sind. Ne? Also wieder Kanonenfutter. Ähnlich wie hier die Crawler. Ich setze die relativ weit hinten, weil die sind schnell und ich will, dass die eher ja, möglichst spät ankommen. Und ich habe die eher nach rechts orientiert, weil die Farseer hier, die sind auch sehr gut gegen die Wespen. Das heißt, wenn ich die jetzt hier links habe, werden die wahrscheinlich direkt weggemacht. Ah, ihr seht ganz interessant, wie hier die Aufteilung verlaufen wird, wo die Dinger hinlaufen. Genau, noch zwei Arclights geholt, weil er hat links und rechts schon auch viel Kleinkram. Ja, direkt bereit, alles wegzumachen hier. Und irgendwann habe ich auch hier mal den Angriff geupgradet, dass wir, ich glaube, 12% mehr Schaden machen, alle Einheiten. Und jetzt habe ich noch die Verteidigung geholt. Mein Gedanke war, ja, jetzt sind meine Einheiten genauso stark wie normalerweise, sogar ein kleines bisschen stärker, weil HP kriegt man 15 dazu durch das Upgrade. Prozent natürlich. Und die kosten ja jeweils nur 100. Und ich bekomme jede Runde 100 mehr. Ne? Also kommen wir im Endeffekt auf 0 raus nach 2 Runden und danach haben wir nur noch Plus gemacht. Und jede Runde 100 ist halt schon gut. Hier wurden wir jetzt gnadenlos wegrasiert. Das war natürlich gar nicht gut. Er hat jetzt halt auch hier den Level-Vorteil, ne? Direkt auf Stufe 2 hochgegangen. Upgrades vom Level her sind immer sehr, sehr stark, weil ihr eben die Einheitenstärke quasi verdoppelt. Ne? Also doppelt so viel Leben, doppelt so viel Angriff. Und es kostet nur die Hälfte. Also Phönix zu kaufen kostet 200. Upgraden kostet 100. Hier entscheide ich mich jetzt wieder für
das Einheiten-Upgrade. Ich habe das ja noch gar nicht genutzt, weil wir gar nicht so diese eine starke Einheit bekommen haben. Ja, für einen Melting Point habe ich beides irgendwie auch nicht so gesehen, ne? Den hätte ich ja vielleicht holen können. Und der Melting Point wäre auch hier nicht so gut gewesen, ne? Weil die Sniper kontern den. Er hat viel Kleinkram. Und er hat auch nicht so diese eine super starke Einheit, wo wir die hohen Lebenspunkte wegschmelzen müssen. Genau, ich hole einfach noch mehr von den Stormcallern, gebe denen Reichweiten-Upgrade, damit die besser gegen die Sniper und hier die Scorpions ankommen. Und er gibt den Scharfschützen halt hier Quick Reload, ne? Das ist eigentlich ganz gut, weil ich habe eher viele kleine Ziele, die ja, machen weniger Schaden, aber haben eine höhere Feuerrate. Stufe 3 ist natürlich auch sehr, sehr gut schon. Mehrere Stufe 2 Einheiten, da hinken wir ein bisschen hinterher. Ich habe mich jetzt entschieden, hier ein Fortress zu holen, dem das ja, Verteidigungs-Upgrade zu geben. Und ihr seht direkt 76.000 Leben ist natürlich ein Brocken. Und ihr werdet sehen, wie der uns jetzt hier durchcarried durch die Runde. Ja, ich habe noch ein bisschen überlegt, wo setze ich ihn hin, wo setze ich ihn hin. Ich habe mich dann hierfür entschieden. Ist halt alles ein bisschen eng aufeinander. Aber konnte ich dann in dem Moment auch nicht mehr ändern. Hauptsache, Zeug ist vorne dran, dass die Sniper ihn nicht ins Visier nehmen und direkt runterschießen. Ja, jetzt macht er ganz Zeit gut Damage. Und tankt. Ja, gut, tanken tut er jetzt noch nicht, aber ja, potenziell kann er auch ein bisschen was tanken. Ja, bitter ist jetzt halt nur, dass wir wieder keine Luftabwehreinheit übrig haben. Ne, die Sniper sind draufgegangen. Phönixe sind dann, ja, free to go, leider. Und boom, haben sie einen Turm kaputt gemacht, ein Headquarter. Sowieso nicht relevant, weil wir können gar keinen Schaden machen gegen die. Das war echt bitter, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass keine Luftabwehreinheit irgendwie überlebt hat und es hat dann auch ewig gedauert, bis die hier mal kaputt gegangen sind. Weil die dann die ganze Zeit noch den Debuff hatten. So, ich will wieder auf normale Geschwindigkeit zurück, bevor die Runde vorbei ist, damit es gleich nicht so schnell geht. So. Okay. Ja, vielleicht habe ich rausgeschnitten oder beschleunigt, wie lange das am Ende gedauert hat. Hoffe ich mal für euch. Also hier, schwierige Entscheidung gewesen für mich, ne? Melting Point wäre sehr gut gegen die anderen Einheiten, die alle da sind. Aber irgendwie habe ich Melting Point halt gegen die ganzen Sachen überhaupt nicht gesehen. Wäre halt auch gut gewesen, um seinen Melting Point zu kontern. Hätte ich auch vermuten können, dass er einen holt, wenn ich hier den Fortress habe, ne? Wäre vielleicht ein Gedanke gewesen, ist mir zu dem Zeitpunkt nicht gekommen. Ich habe mich dann hier für den Stufe 5 Sabertooth entschieden, weil, sorry, aber Stufe 5 ist halt heftig. Dem habe ich dann das Angriffs-Upgrade gegeben und mir noch einen Fortress geholt. Ja, dass wir hier auf beiden Seiten ein bisschen ausgeglichen sind. Und ja, die hier sind mittlerweile schon bereit, Stufe 3 zu gehen. Dann hier Stufe 3, Stufe 2 geholt. Wie gesagt, Upgrades sind sehr, sehr stark, ne? Und ich merke auch in diesem Durchgang, dass der Cost-Control-Spezialist eigentlich ganz gut ist, weil ich habe den immer gehasst. Oder was heißt gehasst? Ich habe halt gelesen, 11% weniger Schaden, 11% weniger Leben und habe ihn nie benutzt. Merke jetzt aber, dass man halt die ersten paar Runden vielleicht ein bisschen, ja, einen Nachteil hat durch das weniger Leben, aber man kann es ja recht schnell hier ausgleichen und hat dann einfach nur mehr Geld. Natürlich kann der Gegner nachziehen, ne? Und hier auch die Upgrades für Angriff und Verteidigung holen. Normalerweise würde ich auch mich eher auf Angriff fokussieren, Verteidigung vielleicht nicht unbedingt holen. Oder je nach Situation, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sowas hier hat, sehr, sehr starke Einheiten mit viel Leben, die viel tanken,
Und die sind auch schon hochgelevelt und dann kommen nochmal 15% dazu. Dann macht das natürlich auch sehr, sehr viel aus, kann auch stark sein. Ihr seht, wie entscheidend wir jetzt diese Runde gewonnen haben. Hier werde ich mich wieder für den Skip entscheiden, weil ja, brauche ich alles nicht. Da habe ich lieber 50 Euro mehr. Er nimmt den Shield Device. Also alle seine Schilder sind 40% stärker. Ja, kann natürlich die ersten paar Salven von den Stormcallern abfangen. Aber die Stormcaller machen da halt auch schon gut Schaden in die Schilde rein. Genau. Was hat er jetzt noch Neues geholt? Ich sehe gar nicht unbedingt was Neues. Er ja, platziert den um. Und er holt einfach mehr von dem Zeug, was er schon hat. Ne? Er hat halt sehr, sehr viele Scharfschützen. Ah, er hat einen zweiten geholt. Er hat den nicht umplatziert, sorry. Ich habe mich dann hier für Overlords entschieden. Ne, die ja, sind ganz gut gegen so Medium Single Target Ziele und ja, kontern hier eigentlich so ziemlich alles außer Sniper und Melting Point und vielleicht hier noch die Farseer. Genau. Hinten die Wespen. Kontern natürlich auch genau den Melting Point und die Marksmen. Das heißt, die ergänzen sich sehr gut, die beiden Einheiten. Ne? Die habe ich schön hinten platziert, weil die langsam, weil sie so schnell sind. Ich will eigentlich, dass sie relativ spät kommen. Lenken wieder schön die Sniper ab. Mit dem Quick Reload macht er natürlich so viel wie möglich dagegen. Ne? Also habe ich während dem Spiel gar nicht gesehen. Dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen anders entschieden. Ist mir dann erst relativ spät aufgefallen. Aber naja. Ja, die Overlords haben schon was gemacht, aber wurden auch platt gemacht. Aber wenigstens habe ich jetzt nicht mehr seine Lufteinheiten am Ende noch übrig. Und ja. Die Stormcaller machen dann ihr Ding. Er hat hier ein Reichweiten-Upgrade auf den Marksman und die Fähigkeit, dass sie mit ihrem Schaden auch Leben heilen. Er könnte die ganze Zeit Upgrades vergeben, macht es halt kaum. Hat er am Anfang da ein bisschen im Vorteil gewesen, aber jetzt nicht mehr so. Ja, hier war ich jetzt von allem nicht so begeistert. Habe ich alles nicht gebraucht. Aber ja, habe mich dann auch für den Typhoon entschieden. Ich dachte einfach, falls er doch noch denkt, er kommt irgendwie mit Luftangriffen oder irgendwas, schadet's nicht und ist auch gut gegen den Kleinkram, weil Chaff Clear. Habe ich eigentlich nicht so wirklich, ne? Ich habe hier vom Anfang noch die Stufe 1 Arclights. Ja, gut. Hätte man vielleicht auch upgraden können und so, aber jetzt habe ich die halt ergänzt. Erfüllt ein bisschen die gleiche Rolle, aber die können auch in die Luft abwehren. Passt schon. Genau. Der hier hat sich ein Upgrade verdient. Der hat gut gelevelt. Und den beiden gebe ich dann Mutterschiff. Das heißt, die spawnen alle 28 Sekunden vier Wespen. Und das Ganze insgesamt dreimal. Ist halt super gegen ebenso Sniper und Melting Points. Mit dem Quick Reload hier. Vielleicht nicht wirklich die richtige Wahl. Da wäre es vielleicht besser, einfach ein paar Crawler zu setzen. Ne? Das sind nochmal deutlich mehr. Ja, hat aber in der Runde seinen Zweck erfüllt, soweit ich weiß. So, er hat jetzt hier wieder in der Mitte die weggehauen. Ne, gibt halt seinem Zeug ein bisschen die Möglichkeit, die richtigen Sachen anzuvisieren, wie hier zum Beispiel den Panzer. Der ist zum Glück Stufe 5 und hält zwar viel aus. Und ein, ja gut, Stufe 3 ist der, ne? Aber Stufe 3 Scharfschütze, der macht die Sachen schon weg wie nichts. Und dass das so lange überlebt hier, ist schon krass. Natürlich auch daran, dass er weniger Schaden macht mit dem Quick Reload. Wie sich das genau verhält, es müsste ja insgesamt schon ein höherer Schadensoutput sein eigentlich. Weiß ich nicht genau von den Zahlen her.
Wieder eine sehr, sehr knappe Runde jetzt. Ja, Stufe 3 Melting Point ist halt schon heftig, ne? Er hat auch 4 Fähigkeiten drauf. Ich habe aber schlauerweise elektromagnetische Explosion geholt. Ja, das EMS. Electromagnetic Shot, oder bei denen ist es halt Explosion. In dem Fall hier sehr, sehr gut. Ne, gerade auf den Stormcallern, weil die eben so eine Fläche abdecken. Das aktiviert eben die Fähigkeiten von den Einheiten, die getroffen werden, und macht ihre Geschwindigkeit um 40% langsamer. Das heißt, alles, was hier von Stormcallern getroffen wird, verliert seine Fähigkeiten. Hier die Melting Points, Reichweite weg, Energy Diffraction weg, das ist vielleicht eigentlich gut sogar. Absorption ist weg, genauso hier Quick Reload, fällt alles weg. Ne? Hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht, weil im Endeffekt sind seine Fähigkeiten gar nicht so krass. Wobei das hier, was ich weiß nicht, das wird glaube ich nicht ausgeschaltet. Genau. Hierfür ist es glaube ich ganz gut, die Reichweite von den Scorpions. Ja. Weiß jetzt nicht, ob es wirklich die 700 wert war. Ja, und ihr seht zum Beispiel, er hat hier 3 Upgrades auf den. Hat jetzt noch einen dritten geholt, also denke ich schon, dass das eigentlich gut ist, ne? Energy Diffraction macht, dass der eine Strahl aufgeteilt wird. Jetzt sind es halt 5 Strähle. Ja, für sowas wie die Sledgehammer, habt ihr gerade gesehen, sehr, sehr gut. Ne? Die ist natürlich auch besser, wenn man mit vielen Wespen und so konfrontiert ist. Aber ja. Bei den Wespen habe ich ein Schild, Energy Shield vergeben. Meistens nicht so ein gutes Upgrade bei den meisten Einheiten. Bei den Wespen nutze ich es ganz gerne. In besonderen Fällen, ne? Zum Beispiel gegen die Scharfschützen eben. Weil dann müssen die einmal den Schild wegschießen und dann müssen sie nochmal drauf schießen. Jede Wespe braucht jetzt mindestens 2 Schüsse, selbst wenn der mit einem One-Shot kaputt geht, geht nur der Schild kaputt. Ne? In Kombination mit Mutterschiff kann es ganz gut sein, und ich habe auch hier die Reichweite auf den Overlords geholt, und hier überlebt der Gegner einfach mal mit 8 HP, meine Güte. Und dann habe ich echt gedacht, ey, wenn ich jetzt verliere noch, dann deinstalliere ich das Spiel. Und ja, ich habe mich dann dazu entschieden, es erst zu deinstallieren, nachdem ich das Replay gezeigt habe. Und hole noch 2 Overlords. Warum habe ich das Reichweiten-Upgrade? Die sind mir zu früh gestorben, ja. Ich will, dass die Stückchen weiter hinten bleiben mit der größeren Reichweite. Und dann geht hier der Kleinkram besser vorne dran. Und hier seht ihr jetzt, ich habe wirklich wellenweise hier den kleinen Scheiß. Also erste Welle quasi die hier, die Crawler. Die Fangs, die sind sehr, sehr langsam, ne? Nur 6 Meter pro Sekunde. Das heißt, die werden sehr, sehr viel später ins Geschehen eingreifen. Hier noch ein paar weiter vorne geholt, ne? Ah ne, ich setze die noch um. Genau, und so versuche ich das. Zu jedem Zeitpunkt während dem Kampf irgendwo noch kleinen Kram von hinten kommt, vor die Fortresse und Overlords und was auch immer läuft, und halt die ganzen Sniper und Melting Points und sonst was Schüsse abfängt. Ich habe es ja jetzt schon oft genug erklärt, wie das funktioniert. Hier, Stufe 5 Stormcaller, 3 Stück, das ist natürlich übel. Stufe 3 haben wir hier auch. Er hat jetzt hier die Barriere als Upgrade gemacht. Ich habe es auf die Fortress gesetzt. Die ist sehr, sehr schnell kaputt gegangen. Ne? Aber bei ihm auch. Und ihr seht hier, alles abgeschalten. Nichts funktioniert. Ist natürlich stärker, je mehr Upgrades da sind. Ne? Gibt uns einen guten Value eigentlich. Also seine Upgrades haben jetzt einen deutlich geringeren Wert. Und er hat hier sehr viel Geld ausgegeben. Jedes Mal, wenn man ein Upgrade holt, kostet das nächste auf der Einheit 200 mehr, ne? Das heißt, das war teuer. 3 Upgrades auf der gleichen Einheit. Und wir deaktivieren es einfach mit einem Upgrade. Ja gut, wir haben
die Reichweite auf den Stormcallern, aber die carryen ja eh das Spiel ohne das Elektrische, ne? Also. Ja. Das war dann die finale Runde. Hier kriegt er jetzt einen Riesensack voll Schaden. Und vorher war es immer knapp, ne? Und ja, war eine sehr, sehr coole Runde. Ich glaube, ich bin jetzt so bei 1000, knapp unter 1200 MMR. Wir können es uns ja mal angucken, schnell. Hier Leaderboard, wie der aktuelle Status ist. Auf dem Weg nach oben. Hier, 1173 mit dem Rang von 1826. Also, langsam aber sicher geht's vorwärts. Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.